Ja, Mahlzeit, Leute. In diesem Video werde ich hier meine Felgen endlich mal ein bisschen lackieren. Okay, es sind und bleiben Stahlfelgen, aber ich möchte hier quasi hier diesen MIPA Protektorlack drauf machen. Das ist so ein Strukturlack, der ähnlich sein soll wie dieser 2K-Lack. Und ich habe mir gedacht, da der aus der Dose ist, findet das bestimmt der ein oder andere interessant, wie der sich verarbeiten lässt. Mein Plan ist jetzt erstmal, den ganzen Rost und alles, was hier so locker ist, wegzuschleifen. Dann sprühe ich einmal kurz Rostumwandler drauf, lasse das wirken, dann Grundierung und dann geht es ja auch schon mit dem 2K-Lack los. Und ich glaube, dafür haue ich am besten mal den Zeitraffer rein. Ja, am Anfang habe ich versucht, mit einer Scheibenbürste alles wegzubekommen. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann bin ich auf den Winkelschleifer umgestiegen. Damit habe ich echt super schnell den ganzen Rost weggeschliffen bekommen. Ich habe auch nicht den Lack hundertprozentig entfernt, also nur die rostigen Stellen habe ich komplett weggeschliffen und habe den ganzen restlichen Lack, der noch drauf war, einfach nur mit der Scheibenbürste einmal angeraut, damit daran auch die Grundierung hält. Wofür die Scheibenbürste gut ist, ist echt am Rand, wo der Reifen quasi direkt anfängt, also das Gummi. Da konnte man gut mit der Scheibenbürste arbeiten. Aber die ganzen größeren Stellen habe ich alle mit einem Winkelschleifer runtergeschliffen. Nach dem Schleifen habe ich natürlich den Schleifstaub entfernt. Das habe ich mit Wasser gemacht. Ihr könnt natürlich auch Alkohol benutzen, was natürlich etwas besser ist. Oder auch Silikonentferner. Silikonentferner solltet ihr aber nicht verwenden, wenn ihr danach Rostumwandler benutzen wollt. Das verträgt sich halt chemisch nicht. Derzeit, wo die Felgen noch am Trocknen sind, habe ich mich um die Kappen gekümmert. Diese habe ich erst mit Silikonentferner gereinigt und habe dann den Plastikprimer aufgetragen. Damit der Lack natürlich nur auf der Felge landet, habe ich einfach mit Spielkarten eine Abgrenzung gemacht. Man kriegt die Karten ziemlich gut zwischen den Reifen und die Felge gesteckt. Manche habe ich nicht dazwischen gekriegt und damit mir diese nicht rausfallen, habe ich diese einfach mit Panzerband oder mit einem Stück Teserband fixiert, damit die auch an der Stelle bleiben. Die Löcher für die Radbolzen sowie das Innere habe ich auch abgeklebt. Gerade Farbe im inneren Loch könnte dafür sorgen, dass ihr den Reifen nicht mehr richtig drauf kriegt, und Farbe, die zwischen der Schraube und der Felge ist, könnte dafür sorgen, dass sich die Schraube wieder löst. Deswegen sollte man gucken, dass da möglichst keine Farbe hinkommt. Bevor ich die Grundierung aufgetragen habe, habe ich die Dose natürlich ordentlich geschüttelt. Wenn ihr noch nie lackiert habt, macht erstmal irgendwo eine Sprühprobe, nehmt euch ein Stück Zeitung, sprüht da drauf, um zu gucken, wie der Lack reagiert. Aus meiner Erfahrung hat ein Sprühabstand zwischen 15 und 20 cm ein super Ergebnis geliefert. Als kleinen Tipp noch, der mir auch sehr geholfen hat, den Sprühkopf nicht einfach nur gerade runterdrücken, sondern auch leicht nach hinten ziehen. Dann habt ihr nicht das Problem, dass sich an der Dose Farbe bildet. So könnt ihr vermeiden, dass Tropfen auf der Felge landen. Am besten immer in kurzen Abständen sprühen und gucken, dass ihr dabei immer in Bewegung seid, so dass ihr nicht punktuell irgendwo drauf sprüht. Das könnte sein, dass ihr dann sogenannte Läufer habt und das ist unschön. Da könnt ihr nur warten, bis die trocken sind und diese dann wieder wegschleifen. Unnötige Arbeit, also immer schön in Bewegung bleiben. Man sollte beim Lackieren nicht vergessen, dass man die Dose zwischendurch nochmal schüttelt. Da die Felge jetzt nicht wirklich flach ist, macht es auch mal Sinn, den Lack von einer ganz anderen Seite aufzutragen. Bevor ihr den 2K Strukturlack verwenden könnt, müsst ihr in der Dose den Härter aktivieren. Damit der Härter jetzt Kontakt zur Farbe bekommt, nehmt ihr einfach den roten Pin oben aus dem Deckel und drückt diesen unten in die Dose rein. Dann solltet ihr die Dose ordentlich schütteln, damit sich alles gut vermischt. Wenn ihr mit dem Strukturlack anfangen wollt, dann macht auf jeden Fall eine Probesprühung. Ich musste extrem weit weg sein, damit es auch wirklich eine Struktur ist, alles andere verläuft sonst einfach. Den Strukturlack könnt ihr wie die Grundierung auftragen. Ich habe es mit kurzen Sprühabständen gemacht. Der einzige große Unterschied ist, ihr müsst gegenüber der Grundierung extrem weit weg sein. Also 75 cm müsst ihr locker wegbleiben. So wie jetzt gerade, dass man
dass man meine Hand so sieht, das sind nur 50 cm, da fängt direkt an der Lack zu verlaufen, ihr müsst weit wegbleiben und da muss man sich echt konzentrieren, dass man aus Gewohnheit nicht nah dran geht. Also wirklich weit wegbleiben und die Felge oft drehen, das habe ich am Anfang auch zu wenig gemacht, dann braucht ihr auch weniger Lack. Ja, ein paar Tage später und auch durch die Waschstraße schon. Das Wetter hat sonst nicht mitgespielt und die Felgen sahen aus wie sonst was. Aber auch eine Waschstraße haben die ausgehalten. Das ist dann halt jetzt die schöne Struktur, die wir hier drauf haben. Ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Was man aber sieht, man hat ja hier eine richtige raue Struktur. Und das ist nicht mehr so rau. Ja, ich habe versucht natürlich hier zwischen mit der Farbe hinzukommen. Das würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und zwar würde ich einfach vorher mit schwarzer Farbe, also mit schwarzer Sprühfarbe, hier zwischen reingehen. Also hier in diese tiefe Sicke, das mit schwarzer Farbe machen. Weil der Strukturlack wirklich hier überall immer hinkam, aber hier zwischen halt nicht. Zwischen den ganzen Linien. Und das war echt doof. Und dadurch bin ich immer so nah dran gegangen. Und dadurch ist das hier mehr ein glatter Lack. Und hier hat man so eine richtige raue Struktur. Das sieht man bei den anderen Reifen auch. Hier überall so eine richtige Struktur. Und hier sieht man es, dass er ziemlich glatt ist. Man hat immer noch einen Struktureffekt. Das finde ich auch jetzt nicht schlimm so. Das macht auf jeden Fall was her. Sieht auf jeden Fall jetzt besser aus als vorher mit diesen rostigen Felgen. Und das heißt, das nächste Thema wird dann wahrscheinlich die Front sein. Ich hoffe, das klappt. Bevor ich das vergesse, ich habe für alle vier Felgen plus die Kappen habe ich zwei Dosen von dem Strukturlack gebraucht. Ich gehe mal davon aus, dass eine auch gereicht hätte, wenn ich nicht versucht hätte, mit dem Lack hier zwischenzukommen. Weil da ist echt viel drauf gegangen. Ich denke mal, das würde auch gehen, aber zur Sicherheit würde ich dann zwei bestellen. Dann habe ich Grundierung eine Dose bestellt und natürlich eine Dose Kunststoffprimer. Weil diese Dinger sind ja hier aus Kunststoff, damit da auch der Lack ordentlich hält. Ja, ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und hat euch geholfen. Lasst ein Like da und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, gerne auch ein Abo. Das wird auf jeden Fall hier auch noch lackiert. Da werde ich auch ein Video zu machen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.